Manhattan, Januar, weit unter 32 Grad Fahrenheit. Kennen Sie ein Fenster in New York, das wirklich schließt? Das den nadelspitzen Eiswind in seine Grenzen weist? Ich nicht. Ich bin müde geworden, gegen den Wind zu kämpfen. Rette mich feige, abergläubisch und hoffnungslos erkältet, voll des starken Vibramycins in mein durchgelegenes Hotelbett. Übermorgen ist Liederabend. Der erste in New York und mit Sicherheit auch der letzte, wenn kein Wunder geschieht und meine Stimme ich nicht heilen kann. Der Saal ist ausverkauft. Und ich liege im Bett, ringe mit dem Husten und den physisch nicht feststellbaren tiefen Schmerzen des Heimwehs, die nie abzustellen sind. Sie kriechen wie Nebel auf einer die Nacht empfangenen Wiese um mich. Das Fieber, das wunderbar Heilende, stellt sich nicht ein. Ich dämmere, warte, hoffe, träume manches, erinnere mich an längst vergessene Geschichten. Ach ja, die eine, wie war sie doch noch? Ach ja, die eine, wie war sie doch noch? Haben Sie gesungen an dem Abend? Ich habe gesungen. Sie haben gesungen. Was haben Sie gesungen? Hans Pitzner und Richard Strauss. Schweres Programm. Ach ja, und dann die andere Geschichte. Als Sie Herbert von Karajan vorsangen, Ihr Vater lag im Sterben, aber er hatte gesagt, du musst hinfahren und musst vorsingen. Wie endete diese Geschichte? Das Vorsingen war erfolgreich. Sie haben die Welgunde unter Karajan gesungen in Salzburg. Ja. Kellemann war Ihr Partner. Und dann die andere Geschichte, viele Geschichten in Ihrem Leben. Am Wiedervereinigungstag in Leipzig, was sangen Sie auf den Wunsch des Kanzlers an diesem Abend? Ich sang den Fidelio. Und was singt die Leonore, wenn sie Florestan die Ketten löst? Oh Gott, welch ein Augenblick. Oh Gott, welch ein Augenblick und welche Geschichte, als am 20. August 1977 am Cape Canaveral die Raketen Voyager 1 und 2 ihren Flug ins Weltall begannen und auch ihre Stimme eingeprägt auf eine Kupferplatte flog mit zu Jupiter. Die Rakete ist immer noch unterwegs. Glauben Sie, dass die Außerirdischen Sie sehen und hören werden? Ich werde vor allen Dingen Mozart treffen. Und wenn ich einmal mit meiner Stimme zusammen im Raum bin und ich werde ihm dann sagen, wie viel Schlimmes er uns Sängern angetan hat, weil er uns alle immer instrumental dachte. Und die schwersten Töne der großen Mozart-Arien sind immer am Ende, wenn man müde ist. Und ich werde ihm sagen, dass das nicht unbedingt richtig war. Ja, aber müde klang das aber jetzt gerade nicht. Selbst der böse Kritiker Kesting hat gesagt, so dramatisch hat die Königin der Nacht noch nie jemand gesungen wie Sie. Das freut mich. Ist doch schön, nicht? Ja. Diese Rolle haben Sie dann 14 Jahre an der Metropolitan Opera gesungen. Darüber werden wir später sprechen. Und noch eine Geschichte, meine Damen und Herren. Wissen Sie noch, wie unser Don Giovanni in Paris ausging, den wir zusammen gemacht haben? Wissen Sie noch? Es ging so aus, dass die ganze Dekoration auf die Sänger fiel. Ja. Statt Sevilla sollte er runterfahren und sollte den Don Giovanni überwälmen, also übermalmen. Ja. Aber sie fuhr in die Dekoration hinein und die FAZ schrieb, was hat der Everding gegen Sevilla? Ja, aber ich kriegte auch Krach an dem Abend mit Liebermann und mit Scholti zusammen, aber es war ein dramatischer Abend. Und so ist ja auch Don Giovanni. So fing das alles an, verehrte. Wollten Sie immer Sängerin werden? Nein, an sich wollte ich Mahout werden. Was ist das? Das ist ein Elefantentreiber. Und das ist eine sehr wichtige Geschichte aus meiner Kinderzeit.
dass ich in Weimar bin ich ja in die Schule gegangen. Ja. Und da wurde uns eines Tages gesagt, also es kommt ein Inder mit seinem Elefanten. Und Weimar, die ganze Stadt ruht auf Lehm. Und wenn in Weimar es regnet, dann schwimmt Weimar. Und wenn man geht, man glitscht aus und so weiter. Und wir waren also in der Schule und es wurde gesagt, er kommt, der Elefant. Und wir waren also ganz begeistert und sind also im regennassen Weimar auf dem Schulhof gestanden. Und dann kam also irgendein dreckiger, armer Inder und mit seinem riesigen Elefanten und sollte nun seine Kunststückchen vorzeigen. Und dann sah man, wie sich dieser Inder in den Schmutz legte, in den glitschigen. Und der Elefant trat über ihn, um sich auf ihn zu legen. Und man sah, dass der Elefant zitterte, weil er sah, es rutscht. Und ist ganz, ganz vorsichtig, sachte, sachte hinunter und legte sich auf diesen Inder. Und dann sah man, dass der Elefant zitterte, wie er wieder aufstand, dass er nicht ausrutscht und seine Haut eben erdrückt. Und dann stand der Elefant endlich und wir haben also unsere kümmerlichen Pfennige in den Teller geschmissen von diesem Inder. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte einmal einen Freund haben, der so treu ist und so auf seinen Herrn und seinen Genossen achtet, wie dieser Elefant. Oh, ich bin aber ganz froh, dass Sie Sängerin geworden sind und nicht mal Haut geworden sind. Berlin geboren, Vater, Sie müssen das sagen, der berühmte Musikologe Hans-Joachim Moser. Moser, der als Forscher so viel für die Musikologie für uns beigetragen hat. Der Großvater war Geigenprofessor, ist das richtig? So ist es, ja. Jawohl. Und dann, Weimar haben Sie gerade gesagt, Sie wollten doch eigentlich Schauspielerin werden, oder? Ja, aber ich fand mich eben immer schrecklich hässlich. Und da habe ich eben gedacht, das bringt sowieso gar nichts. Und da ich zu nichts anderem begabt war, haben die Eltern mich erst in die Ballettschule geschickt. Sie waren eine schlechte Schülerin, habe ich gehört, oder? Grauenhaft. Vor allem die Naturwissenschaften habe ich bis heute nicht begriffen. Ich war nur Geschichte und Deutsch, klappte, aber sonst war es Ballett haben Sie gemacht, dann haben Sie Klavier gemacht und dann Gesang. Ja. Und dann kam Gott sei Dank, Sie haben falsche Lehre gehabt, aber der Weißenborn hat Sie gerettet, oder? Na, die Lehrer starben immer dauernd. Die starben immer? Ja, es war fürchterlich. Und dann eines Tages lernte ich eben durch die Hertha Klust, die wunderbare Pianistin in Berlin, eine Lehrerin kennen und die hat mir dann das Singen beigebracht, aber ich war nur eigentlich ein Jahr bei ihr und dann ging ich schon ins Engagement. Liebe Verehrte, es wird immer so die Provinz heute gelobt, mit Recht gelobt, glaube ich, aber Sie waren in Würzburg und es war keine gute Erfahrung. Sie haben debütiert sogar im Chor in Würzburg, ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich habe aber kaum Chorpartien gesungen, nur außer Falstaff und der Charterschwürze. Das kann ich bis heute nicht ertragen, weil ich damals eben im Chor stand. Es war immer kalt, man fror fürchterlich und man stand eben. Und die Opernrollen bringen Bewegung. Und dann waren Sie in Hagen. Und bei meinen Recherchen für die Sendung mit Ihnen hat man mir gesagt, in Hagen hießen Sie die Latrinenkallas. Ja, das ist wahr. Das nannte man mich so. Und zwar, ich habe eben immer, wenn die anderen nach Hause gegangen sind, habe ich geübt. Und wir gingen ja ewig auf Abstecher und fuhren also auch speziell in Würzburg und so weiter nach Kissingen und Bad Mergentheim und so weiter. Und wenn die anderen eben zusammen haben sich beim Bier niedergelassen und ich habe mich also aufs Klo verkrochen und habe gesungen und habe geübt und geübt und geübt, wo ich nur konnte. Es gab ja keine Probenräume. Und da wurde natürlich dieser Name dann sehr schnell also populär. Und ich habe halt gearbeitet. Und immer. Die Koloraturen der Königin der Nacht haben Sie jahrelang probiert? Ja, als ich, die Eltern haben mich in Weimar ins Theater geholt, wie ich 10 war. Und da sah ich dann also die Zauberflöte und war tief bewegt, wie die Pamina dann eben sich mit ihrem Tamino nicht vereidigen konnte. Aber letztlich hat mich nur die Königin der Nacht eben wirklich interessiert. Der Durchbruch, wenn man so sagen kann, kam 67, sind bei Henze eingesprungen. Erzählen Sie die Geschichte von London. Ja, nein, es war so. Ich bin, um Geld zu verdienen, habe ich im Rias Kammerchor, habe ich mitgesungen, kriegte 100 Mark pro Abend. Das war eine gewaltige Gage, aber ich war also nur Ersatz und hatte damals vorgesungen unter irgendwelches Brahms-Requiem oder so eine hohe Partie, nur zum Vorsingen. Und eines Tages klingelt bei mir das Telefon, sagt, um Gottes Willen, können Sie Judith von Honecker singen? Da gibt es irgendeine Partie, die ist vergessen worden zu besetzen. Sag ich, ja gerne, aber ich kenne weder Judith noch Honecker noch sonst etwas. Also, wann ist denn das Konzert? Ja, morgen Abend. Und da habe ich gesagt, ich brauche aber Noten. Na, Sie sind in 20 Minuten bei Ihnen. Und dann brachte man mir die Noten. Und ich habe das Stück von mittags um 11 bis nachmittags um 5 auswendig gekonnt. Es war nicht sehr viel, aber es war eben sehr viel hoch. Und in diesem Konzert saß der Wittico Adler von der Konzertdirektion Adler. Und der sagte dann, also, das ist ja ganz nett, was Sie da machen. Und was können Sie denn sonst noch alles? Und er sagte, ich singe die Königin der Nacht. Oh, sagte er, sehr interessant. Kennen Sie Henze? Und ich sagte, selbstverständlich, ich hatte nie von Henze gehört. Aber er sagte, na, passen Sie mal auf, kaufen Sie sich mal die Noten von ihm und kommen Sie mal übermorgen
ich mach da mal was. Und dann habe ich also tatsächlich Henze getroffen. Er kam also an, wundervoll, mit Horst Buchholz zur Seite. Und mich hat der Horst Buchholz viel mehr interessiert als der Henze. Und ich dachte immer nur klopfenden Herzens, Horst Buchholz. Ja. Und Erik Werber, mein geliebter, wunderbarer Pianist, begleitete mich und sagte, wir müssen schön laut singen. Das tat ich also dann auch und schmetterte die Königin der Nacht. Und Henze sagte dann zu mir, wollen Sie in 3 Wochen in London meine 2 Kantaten singen? Kantate wir werden der die später hören. Ja. Wir werden die später hören, was Sie gesungen haben. Das war interessant, aber das war London. Ich möchte gerne fragen, warum haben Sie in Dresden, das Debüt in Dresden war so ein Desaster? Das kam erst später, wie ich nach Dresden gekommen bin, das war eben, Henze nahm mich mit. Ja. Und das war überhaupt der Anfang eigentlich der richtige, dass ich eben dort mit der Staatskapelle Dresden probierte ich selbige Kantaten von Henze. Und da saßen so Herren rundherum, ich habe gedacht, naja, Bühnenarbeiter und so weiter und dann... habe ich das also probiert. Es waren also am Vormittag waren Aufnahmen gewesen von der Grammophongesellschaft und sie machten irgendwas, weiß ich. Jedenfalls, die Herren saßen da rum und ich probierte meine Kantaten von Henze. Henze hat selbst dirigiert. Und dann kamen diese Bühnenarbeiter zu mir und sagten, sagen wir, wer sind Sie eigentlich? Da habe ich gesagt, ich bin die Königin der Nacht. Sagten sie, aha. Sagte der eine, mein Name ist Günther Hermanns, ich bin der Chefingenieur von der Deutschen Grammophongesellschaft. Möchten Sie Herrn von Karajan vorsingen? Sehen Sie, und so, so kam die Welgunde, das, was Sie am Anfang gesehen haben, dann haben Sie Welgunde gesungen. Ja. Wunderbar. Dann wurde die Met, darf ich das so fast sagen, Ihr Stammhaus. Und ich sage das darum so liebend, weil es auch seit 20 Jahren mein Stammhaus neben München ist. Ja. Warum? Was ist das Besondere an der Met? Das Besondere an der Met ist natürlich, wie mit welcher Liebe man eben umfangen wird. Aber ich möchte erzählen, wie ich an der Met das Vorsingen hatte. Denn ich meine, ich kam mit Karajan und habe dort eben die Welgunde geschmettert. Nur damit ist natürlich nichts zu gewinnen in dem Sinne. Und ich traf den Karajan auf dem Flur der Oper und dann sagte ich zu ihm, Herr von Karajan, ich möchte gerne hier an der Metropolitan Oper vorsingen. Dann trauen Sie sich denn das so? Da habe ich gesagt, wenn ich mit Ihnen singe, kann ich auch an der Met vorsingen. Und dann klingelte nachmittags das Telefon. Mr. Bing persönlich war am Telefon und sagte, ich höre Miss Moser, Sie wollen mir vorsingen. Dann kommen Sie mal morgen. Und so ging ich dann also zitternden Herzens, aber immerhin nicht nur mit meinem Namen, sondern der Karajan war ja irgendwo in meinem Rücken, auf dessen Empfehlung ich sang. Und dann stand ich da in meiner Garderobe, die Tür öffnete sich und es kam ein kleiner Herr herein und sagte in Deutsch zu mir, also Sie wollen vorsingen, was möchten Sie vorsingen? Ich möchte die Königin der Nacht vorsingen. Gut, und dann sagte er, dann wollen wir mal, und setzte sich ans Klavier und krempelte die Ärmel hoch und da war die Nummer. Und das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich jemanden sah, der die Nummer halt auf dem Arm hatte. Und mit diesem Wissen in meinem Herzen ging ich auf die Bühne und sang mit ihm, der mich phänomenal begleitete. Jan Beer war sein Name, begleitete mich und ich wurde engagiert. Darf ich springen? Sie haben in Israel einmal gesungen. Ja, ich habe in Israel gesungen. Sahen Sie auch einen Herrn in der ersten Reihe sitzen? Ja, das war so. Ich kam nach Israel und sang Beethoven und mit dem Orchester. Und ich habe so unvorstellbare Angst gehabt, weil ich eben als Deutsche nun zum ersten Mal nach Israel kam. Und kam also in tiefstem Respekt und tiefster Dankbarkeit auch vor allen Dingen, dass ich dort singen durfte. Und sang also die ersten Abscheulicher, wo eilst du hin? Und ich war so wahnsinnig aufgeregt, zitterte am ganzen Körper. Und da sah ich, wie dieser Herr in der ersten Reihe... Sie zitterten am ganzen Körper und in der Stimme. Und das wusste ich aber nicht. Nein, aber in der Stimme zitterten Sie auch. Das wusste ich auch nicht, sondern dieser Herr machte zu seiner Frau so und dachte, oh Gott. Und dann habe ich mich wirklich zusammengenommen und dann konnte die Stimme ruhig strömen. Und dieser Herr weiß bis heute nicht, dass der mein Konzert gerettet hat. Und eine Sängerin sieht das. Dass in der ersten Reihe jemand sitzt. Ich guckte die Leute an und es war kein so riesengroßer Saal, aber das war meine große Hilfe. Und warum sind Sie so gerne an der Met? Darf ich das zusammenfassen? Ja, das die Probenzeiten sind humaner, haben Sie gesagt. Das versagt ja dem Publikum insofern nichts, weil wir hier, bei uns ist die sehr unhumane Probe. Es geht um 10 Uhr los, dann ist bis 1, dann ist Probe bis 5, da ist man sowieso tot und dann geht es um 5 weiter bis nachts um 10. Und an der Met ist das wie? Da fängt es um 11 Uhr morgens an, ein Break von 20 Minuten oder Gott behüte vielleicht eine Stunde oder so etwas und dann geht es weiter bis 4 Uhr und dann ist Schluss. Und man kann jedes Theaterstück in der New York sehen, jede Einladung annehmen. Ja. Deshalb ist die Metropolitan, man ist besser an der Met. Und Sie sind auch fleißiger. Wer fleißiger? Wie? Nein, ich will den Krach mit den Unions, mit den Gewerkschaften heute Abend nicht heraufbeschwören, aber ich arbeite sehr gerne an der Met. Fantastisch, es ist wunderbar und so. Dann haben Sie eine wunderbare Lucia in Hamburg gesungen und Evchen und also will ich gar nicht erzählen.
78 kam dann die Anna in Losis, Sie werden das später sehen, Losis Don Giovanni. Ja. Und dann kam ein Break. Dann kam ein Bruch. Das war ein seelischer Bruch. Sagen Sie das bitte. Nein, ich würde so sagen, es ist so, die Art der, das, da war einmal die Probiererei an der Metropoliten Oper nicht in Ordnung und wir sangen am Tag vor der Premiere die Generalprobe. Und da habe ich zum ersten Mal Müdigkeiten empfunden. Ich habe früher wie ein Vogel gesungen und hatte also, ich kannte keine Müdigkeit. Ich habe 6, 7 Stunden geübt oder auch nur 3 oder 4, ich war aber nie müde. Und plötzlich merkte ich, die Stimme ist müde. Und wenn die Stimme einmal müde ist, ist es kaum möglich, dass man sich erholt davon. Ja. Wenn man nicht wirklich pausiert. Ja. Aber ich konnte nicht pausieren. Ich hatte so viele Verträge, ich musste alles machen. Aber Sie haben dann 3 Jahre fast pausiert. Die Stimme war in Mitleidenschaft. Haben die Ärzte Ihnen geholfen? Ich will sagen, ich habe nicht pausiert, sondern ich habe angefangen nachzudenken über die Stimme. Und das ist, wenn ein, wie der Wurm mit seinen 758 Füßen plötzlich sagt, oh Gott, wie ging denn der 57. Dann wird man plötzlich unsicher. Ja. Ich fing an, unsicher zu werden. Ja. Und aus der, wenn man die hohe Koloratur singt und Unsicherheiten hat, dann durch die Angst schnürt sich die Kehle zu. Man fängt an, in den hohen Tönen eben zu kämpfen. Und dann bin ich natürlich zu den Ärzten gegangen. Was haben die Ihnen gegeben? Cortison? Wir haben das Schwarzkortison genommen. Ich will keinen Arzt, also sagen wir mal, beschuldigen, sondern der ist ein Sänger. Ein Sänger weiß immer, wo es Cortison gibt. Das habe ich natürlich dann also verbissen genommen. Ja. Und dann war aber jemand an der Metropolitan Oper, ein Mann, der Larry Riedermann ist sein Name. Und der hat dann Vorstellung für Vorstellung aufgenommen, für nur meine Arien, um zu prüfen und mir zu helfen, dass die Stimme krank wurde. Und er hat es versucht abzufangen. Die Stimme wurde krank, weil ich immer weiter sang und gegen die Angst sang. Dachte, wenn ich aufhöre, kann ich überhaupt nicht mehr singen. Und dann bin ich nach Europa zurückgekehrt und stand nun sozusagen vor dem Nichts. Es war einfach alles weg. Ich konnte nicht mehr singen. Ich war einfach todunglücklich, allein gelassen. Und außer meiner Mutter, die mir zur Seite stand, und meine Pianistin Erika de Heer in Köln. Ja. Und eines Tages erwachte ich unerwartet in meinem Bett und der Name Gladys Kuchta stand vor mir. Gladys Kuchta, die war in meiner Studentenzeit in Berlin die große Elektra, Turandot, also weiß ich was, alle großen Partien, Brünnhilde, Isolde gewesen. Und sie stand vor mir, ich wusste weder, ob sie lebt, noch ob sie in Europa ist. Und da habe ich gedacht, ich muss sie finden. Und ich wusste, sie ist mit einem berühmten Manager verheiratet. Und ich habe dieses Management angerufen, Friedrich Pasch, mit dem ich an sich nicht gearbeitet habe. Aber ich sagte, ich suche diese Frau. Und die sagten, wir dürfen keine Auskunft geben. Sage ich, lebt sie denn? Wir dürfen keine Auskunft geben. Und 3 Stunden später rief mich Gladys Kuchta an und sagte, ich bin da. Wie lernen Sie Ihre Rollen? Meine Rollen erst einmal beschäftige ich mich mit der Geschichte. Sag mal Salome, dann habe ich erstmal Herodes gelesen oder ich habe zum Beispiel eine Schallplattenaufnahme gemacht mit. Sie lernen die Geschichte, um den Regisseuren zu begegnen zu können, damit die nicht mehr wissen als Sie. Zum Beispiel, ja einfach, man muss einfach macht es nur, wenn man weiß. Aha. Nicht? Und eben zum Kämpfen braucht man Wissen. Ja. Und so habe ich mich erstmal informiert, um alles rundherum, was um die Salome, zum Beispiel die Briefe von dem Pontius Pilatus, nicht? Der eben ein Verhältnis mit der Salome hatte und dass sie überhaupt nicht tanzen konnte, das hat sich irgendwie jetzt rausgestellt. Aber trotz Ihres wirklich wunderbaren Vaters, der Musikologe erster Provenienz war, Sie haben nicht die luxuriöse Intelligenz von Ivan Nagel, wie er über Mozart schreibt, sondern Sie haben eine Praktikabilität, darf man das so sagen? Sie lernen Rollen aus der Rolle heraus, aus dem Wesen, aus der Figur heraus, aus dem Umfeld heraus. Ja. Ist das richtig, was ich sage? Es sind Stationen, sagen wir mal. Man muss erst mal wissen, wie ist die Figur, dann muss man sich um den technischen Kram kümmern, dass eben meine Erika de Heer mich also Tag für Tag prügelt und die Töne also prüft. Und wenn das alles, sagen wir mal, musikalisch erst mal stimmt, dann fange ich an mit den Farben. Jetzt wollen wir das hören. Sie haben nicht nur klassische, Sie haben nicht nur moderne Rollen gesungen. Die Bedeutung der alten Musik durch Ihr Elternhaus. Ihr Vater hat Schütz und Buxtehude spezialisiert, studiert und geschrieben. Und Sie haben es kennengelernt. Hören wir doch jetzt einmal die Melissa in einem Pasticcio aus Händel-Opern. Da lernen wir sie kennen. Und
hören viel von ihm. Ich freue mich, dass Sie sich mehr Gedanken machen als allgemein üblich. Denn Sie haben was gesagt, das ist wunderbar für einen Regisseur. Intelligenz fördert das Singen und nicht Dummheit. Intelligenz fördert das Singen. Wir kommen später auf die Regisseure zu sprechen. Aber es gab einen Regisseur, der wollte, dass Sie, verzeihen Sie die Direktheit des Ausdrucks, dass sie Narabots Glied küssten und einen Orgasmus vorführten. Ja. Und sie haben sich geweigert. Warum? Ich kam also als nur für einen Gastauftritt sozusagen nach Rom. Und dann hat mir also man gesagt, also wenn sie nur die Salome dann, also wenn da die großen Verkündigungen kommen von Johanna an, dann soll ich mich also erotisch mit dem Narabot beschäftigen. Und da habe ich gesagt, es ist mir ja sehr unangenehm, jetzt hier das in der Probe zu machen. Ja, sagten sie, und wenn dann also der Johannahn da in seiner Zisterne verschwunden ist, dann müssen sie 5 Orgasmen auf der Bühne im Zwischenspiel darstellen. 5. Und dann geht es also weiter. Ja. Ja. Habe ich gesagt, ich werde das alles machen. Ja. Was soll ich mich auf Diskussionen einlassen? Und es kam dann also zu der Vorstellung und dann habe ich zufälligerweise alle diese Dinge so ganz nebenbei vergessen und legte mich an die Seite wie eine satte Löwin und habe zugehört. Und die Italiener waren erstaunt, plötzlich war Salome, es war Stille. Hans Wallert dirigierte, das Publikum hat nur dem Zwischenspiel gelauscht, ich war gar nicht da, ich lag und lauschte. Nein, beim Lauschen hatten sie diese 5. Nee. Ja, natürlich. Ich brauche doch nicht die Salome, um sowas also darzustellen. Nein, ich glaube das ja auch. Also, wir haben nicht genug Zeit, um das zu diskutieren, ob ja. Sie diese 5 haben sollten. Sie haben also gesagt, nein, ja. Verehrte, nicht die Töne. Sie haben das gesagt, nicht die Töne, sondern der darzustellende Charakter ist wichtig. Sie sind eine Musiktheaterdarstellerin. Jetzt klingt das so, als ob Sie das nicht tun wollten, was Regisseure sagen. Sie wollen das ja tun. Sie wollen auch den Charakter darstellen. Ja, aber... Aber, jetzt fahren Sie fort. Ja, es ist so. Ich halte es für sehr wichtig, dass man sich mit dem Regisseur selbstverständlich in Diskussionen einlässt. Aber man soll vor allen Dingen auch an die Würde des Publikums denken. Und wissen Sie, wenn dann solche schlimmen, wenn solche furchtbaren Dinge auf der Bühne passieren, dass man sich als Publikum einfach geniert hinzuschauen, wo ist denn dann die Realisation der Oper? Dargestellt wird ja in der Musik genug und entlarvt wird genug. Alles wird gezeigt, aber dass die Würde des Publikums und dann auch die Würde des Sängers verletzt wird, ah, ja. Dagegen wehre ich mich ja. einfach. Ja. Ihr Don Giovanni, ja. darf ich mal bitte darauf zurückkommen, ja. Paris? Ja. Wir standen in absoluter Stille und die Inszenierung war um uns herum, sagen wir mal, entscheidenden Augenblicken. Ja. Und es war so spannend, wie es man sich gar nicht vorstellen kann, weil wir wussten, wie man Stille darstellt. Ich bin jetzt still.
Der Eckhard Gröbler hat von Ihnen gesagt, Sie sind eine tragische Scheuche. Das ist ein wahres und weises Wort. Das ist einfach das Fach gewesen. Man kann ja nicht sagen, dass ich eine Koloratursängerin war. Das war ich nie. Ich konnte ein bisschen hochsingen, aber ich war nie eine Koloratursängerin. Ich vertrat das Fach der tragischen Scheuche. Und das ist bis heute so. Sagen Sie das Mittel. Was ist eine Scheuche? Eine Scheuche ist etwas, die eben über die Bühne wischt und im Grunde genommen immer Blut und Tränen hinter sich hat. Und wenn ich jetzt im nächsten Jahr dann die Salome weiter singen werde in Bonn oder weiß ich, wo ich meine Verträge habe, dann... Schön, dass Sie das sagen, nämlich diese Sendung ist ja nicht nur für Abdankende, sondern für Dankende und für Weitersingende. Ja, danken, das ist wahr, danken. Das ist ein weises Wort. Denn nein, und vor allem eins, die Interpretation hat durch Sie einen Stellenwert bekommen im Musiktheater. Und das sage ich als Regisseur mit besonderer Freude. Sie haben einen Satz gesagt, den habe ich in mein Tagebuch geschrieben. Salome ist eine Neugierige. Und Neugier ist die Schwester der Intelligenz. Mein Gott, das ist schön. Stimmt aber, gell? Ja, stimmt. Schön ist das. Ja. Schwester der Intelligenz. Ich muss Sie was fragen. Wir wollen gleich etwas hören als für Sie als Liedsängerin. Ihr Verhältnis zum Wort in Oper und Lied. Sie haben mal gesagt, wenn die Leute im Publikum wüssten, wie sehr gerade das Gelingen eines Liederabends vom Publikum abhängt, haben Sie gesagt, dann würden die wahrscheinlich da unten viel mehr Lampenfieber haben als ich da oben als Sänger. Ist dieses Verhältnis? Es ist so, ich meine, wenn ich diese Lieder trainiert habe, Monate und Monate, durch die gesamten Jahre meiner Karriere hindurch und mache es weiter, soweit es nur möglich ist, soweit mich die Füße eben tragen. Ich stelle mich mit dem Publikum hinter das Erlebnis des Liedes. Das muss man auch zum Beispiel in seiner Kleidung ausdrücken, dass man nicht also aufgedonnert ankommt mit Wall und mit Schmuck und all diesen Gedönse, sondern dass man eben still und schlicht die Stille auf der Bühne darstellt und dann eben mit dem Publikum zusammen eine Maria Stuart erlebt oder weiß der Kurt Brahms die Meinung. Ist Lied schwerer als Opern? Nein, überhaupt nicht. Man ist, weil man als Liedersänger für die Verantwortung des Abends alleine da ist mit Gott und seinem Pianisten. Aber bei der Oper kann man singen wie eine Nachtigall, es kann irgendwas passieren und das ist nicht gelungen dann. Ich habe das nachgeforscht. Sie haben am Schluss oft von Ihren Liederabenden gesungen, der Mond ist aufgegangen. Ja. Wissen Sie den Text noch? Was natürlich, aber jetzt bin ich viel zu... Ja. Wie heißt denn der Text am Schluss? Verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Ja. Da kann man still sein. Ihr Begleiter war kongenial Erik Werber. Ja. Und wir hören jetzt, denn Sie haben was gesagt über Lied, was sich mir eingeprägt hat. Man muss dem Sprachduktus des Liedes genauso folgen wie der Melodie. Und wenn man den beiden folgt, dann ist man eine Liedsängerin. Und wir hören Sie jetzt Richard Strauss Amor in einem Ausschnitt Opus 68 Amor. Thank you.
Sie haben das eben selbst gesagt, Sie möchten sich nicht zwischen den Zuschauer und das Lied stellen und nicht aufgetakelt mit einem aufgedonnerten Opernpathos singen, sondern das Lied singen. Und das tun Sie, wie ich glaube. Sie haben auch etwas gesagt, was mich aufgeregt hat. Sie singen so gerne Lieder, weil Sie da keinen Regisseur vergewaltigen kann. Ja, das haben Sie gesagt. Naja, das sind immer so Sprüche, die man haut, aber irgendwo ist ja etwas dran. Und es ist so, ich spreche immer wieder von der Würde. Und es ist ja so, man redet immer von den unangenehmen Dingen, aber das Angenehme ist doch sehr viel mehr. Und ich meine, ein Mann wie Bonnell oder Götz Friedrich oder Dieter Dorn oder Everdink haben doch eben dem Sänger das gegeben, was er braucht, dass er die Musik repräsentiert und die Partie und das alles, sodass man eben selbstverständlich das Gute ist in meiner Karriere absolut vorherrschend. Und man zankt sich mal mit jemand und man schreit auch mal und sagt schlimme Dinge, aber letzten Endes muss ich sagen, habe ich eben doch auch bei Joe Lucey und so weiter letztlich doch eben eine sehr gute Arbeit machen können durch die Güte des Regisseurs und das Verständnis des Regisseurs. Ja, mir ist wichtig, dass Sie sagten, Sie möchten bei einem Liederabend kein Warming-up machen. Ja, das ist richtig. Sie möchten den Zuschauer eigentlich, ich zitiere Sie, gleich bei den Schultern packen. Ja, das ist wahr. Möchten sofort dran sein. Ja, das mache ich auch. Ich fange mit einer absoluten Stille an. Und das, wenn der Törsch, mein Ivan Törsch ist jetzt mein Begleiter, der eben mit mir diese Stille macht und die breitet sich aus. Und dann beginnt man. Und da kann man anfangen, womit man will. Die Leute hat man da. Sofort. Die Leute sind sofort da. Ich habe noch nie einen Liederabend gehabt, wo die Leute erst mal im Programm und so. Das habe ich alles nicht erlebt. Sondern ich fange sofort an mit Heiß mich nicht reden, heiß mich schweigen. Hugo Wolf, Mignon-Lieder oder so etwas. Das ist viel besser. Aber sehen Sie, was Sie gerade sagen? Sie wollen keinen Regisseur haben, weil er Sie vergewaltigen könnte. Also das ist natürlich so bei einem Berliner Schnauzer. Nee, das haben Sie gesagt. Na ja, sicher, klar. Aber Sie selbst sind doch der Regisseur. Sie vergewaltigen sich doch selbst. Oh nein, das brauche ich gar nicht. Ich bin ja mir willig. Vergewaltigen heißt ja nicht zu Willen sein. Nein, nein. Aber ich als Regisseur muss Sie zwingen, zu meinem Willen zu sein, weil Sie nicht meines Willens sind, weil Sie zu pathetisch, meine ich. Ja. Und dann sage ich, nein, das will ich so nicht. Und das wollen Sie alles nicht. Sie wollen das alles selbst bestimmen. Das würde ich nicht sagen. Es konnte mich noch nie jemand vergewaltigen. Ich habe mich zur Wehr gesetzt. Das Wort ist jetzt, lass uns das Wort jetzt abmildern. Es ist aber sehr richtig. Ja. Es konnte Sie noch nie jemand... Nein. Nein. Auf der Bühne nicht und auch sonst nicht. Aber es konnte sich jemand führen. Das ist es konnte sich jemand auch verführen. Das ist absolut, zu machen, ja. Ja. Sicherlich. Bei Verführen bin ich mit Ihnen einig und glücklich. Ja, das ist in Ordnung. Das ist auch genug. Akzeptiert. Dazu hinzuführen, was Sie eigentlich nicht wollten. Ist das auch richtig? Ja, das ist auch richtig. Wenn er eben die Wege weiß, dann klappt es. Ja. Sie müssen beurteilen, ob die Wege richtig sind. Nicht er, sondern ich Sie. Ich muss mich nur gut fühlen. Ja. Ja. Fühlen wir uns gut. Sprechen wir über die Komponisten. Sie haben gesagt, Ihre Lieblingskomponisten, natürlich jetzt Wagner und Beethoven, Fidelio, wir haben darüber gesprochen. Sie haben was Herrliches gesagt. Ariadne wollen Sie darum nicht mehr singen. Darf ich zitieren? Immer. Der Komponist singt von heiliger Musik und die blöde Ziege steht bloß da. Absolut wahr. Wirklich? Ja, es ist meine Auffassung. Jeder, der sonst die Ariadne singt, sagt, unverschämt, was ich behaupte. Es ist nur mein Gefühl gewesen. Ich war neidisch, wie er sagt, Musik ist eine heilige Kunst. Warum darf ich denn das nun wieder nicht singen? Nicht? Ich muss da singen und auf den Tod warten. Also was soll ich denn noch alles? Ja, das ist die Rolle. Nee, sicher, diese Rolle. Die aber ich bin ja mit der Rolle identisch, wenn ich es... Wenn ich dann dürfen Sie die Rolle nicht mehr singen. Tue ich ja auch nicht mehr. Okay, sind wir einverstanden. Wie steht es zu modernen Komponisten? Sehr wichtiges Thema. Ich würde immer sagen, man soll, bevor man sie alle verurteilt, soll man auf alle Fälle sie erst einmal prüfen. Und ein Mann wie Hans-Werner Henze ist derjenige, der diese ganzen Komponisten überleben will. Und ich weiß nicht, ich will keinen anderen nennen, aber Hans-Werner Henze ist eine Art der Musik, die überleben wird. Sie haben aber den schrecklichen Satz gesagt, Boulez ist keine Musik. Ja, ist richtig. Das ist wahr, das habe ich gesagt. Und das haben Sie gesagt, das ist nicht richtig, aber Sie haben es gesagt. Ich stehe aber dazu, dass ich das gesagt habe. Ja. Geht das nebeneinander, Moderne und Musik? Ja,
Geht. Absolut, es geht, ja. Schadet es der Stimme? Ja. Es schadet. Henze nicht. Darum. Wer schadet? Zimmermann, haben Sie gesagt. Oh ja, Zimmermann. Den Leipziger Zimmermann, ja. Sie meinen den anderen, den. Ich meine den Alois, Bernd Alois. Denn ja, ich habe es wirklich ernstlich versucht. Ich habe mich wenigstens der Diskussion gestellt und habe den ersten Akt aus den Soldaten gelernt. Dann brauchte ich aber erstmal Kur. Und Sie haben gesagt, dann stellt sich eine Ermüdung der Stimme durch moderne Musik ein. Sehr richtig, weil man ja entsetzlich üben muss. Ich habe kein absolutes Gehör. Ich muss also sitzen und Tag und Nacht pauken, dass ich die Töne in meinen Kopf kriege. Und wenn ich sie endlich im Kopf habe, habe ich keine Stimme mehr. Na, was soll ich denn? Das mache ich nicht. So war auch die Probenarbeit. Ist interessant, wenn ein Regisseur 3 Monate probiert, nicht? Das ist schrecklich. Beispiele, das ist ja bitter, ja. Ja, das ist bitter, ja. Nach 3 Monaten sind es wunderbare Schauspieler, sie singen nicht mehr, nicht? Ja, das ist ja, es genau. Ja, Felsenstein war ein wunderbares Beispiel. Zauberflöte, 2 Jahre Probe. Zwei Jahre Proben. Ja, hat der Sänger ein anderes Fach inzwischen. Man kann über moderne Musik, ich zitiere immer Sie, nur reden, begründet reden, wenn man sie kennt, ja, wenn man sie gesungen hat. Wenn man sie zumindest eben versucht hat zu singen. Ich will Sie hören, wie Sie sie gesungen haben, nämlich Henze aus der Kantate Nove de Infinito Laudes, Salzburger Festspiele 72. Und die Texte, die Sie singen, verkürzt, heißen, aber die Lebewesen, die geschaffen sind, um die Sonne zu sehen, sobald das Ende der verhassten Nacht erreicht ist, danken der Güte des Himmels und bereiten sich anzubeten. Bernstein, mit Karajan, mit Levine, mit Karl Richter, mit Böe, mit Marcel, mit Pritchard. Sie haben mit allen großen Dirigenten gearbeitet. Ich will jetzt nicht fragen, mit wem lieber. Einer hat Ihnen einmal einen Vertrag versprochen, hat mit ihm dann Sekt getrunken und hat den Vertrag nicht eingehalten. Wer war das? Das möchte ich nicht sagen, denn ich liebe diesen Dirigenten bis heute, trotz dieser Geschichte sehr. Ich liebe ihn sehr. Ja, das bringt uns nicht sehr viel weiter. Dann haben Sie von einem Dirigenten gesagt, er hätte Sie durch die Koloraturen durchgejagt und Sie hätten keine Luft mehr. Wollen Sie ihn auch nicht nennen? Ich habe den Namen vergessen. Ach so, gut, das bringt uns auch nicht viel weiter. Ja, nein, aber ich will ja das Verhältnis des Sängers zum Dirigenten. Wie wichtig ist das, wenn Sie oben stehen? Ja. Atmen Sie mit dem oder nicht? Es ist so, ein Dirigent wie ein Mann wie Josef Krips zum Beispiel, der hat uns immer an der Wiener Staatsoper am Bühneneingang aufgelauert. Und wenn wir wussten, Krips ist in der Stadt, haben wir den anderen Eingang immer benutzt, weil er eben mit uns geübt hat. Aber er hat sehr viel geübt und meistens Partien, die man am Abend gar nicht gesungen hat. Aber wenn ein Dirigent einem sagt, dieses und dieses Tempo nehme ich, da und da wird geatmet, dann ist man glücklich über diese Kooperation eines Dirigenten, dass der Dirigent einen schützt und trägt. Und wenn er das eben nicht tut, dann ist man eben auf der Bühne eben
tot traurig und ängstlich, weil man das nicht zeigen kann, was man eigentlich in der Lage ist, zu demonstrieren. Ihr Verhältnis zum Regisseur, Sie haben wunderbar gesagt, Purnell hat so herrlich vorgemacht, den konnte man gar nicht erfüllen, der war so gut. Ach, das war deprimierend, der hat so fabelhaft vorgemacht, dass man immer schlechter war als er. Ein apokrypher Satz bei Ihnen, nämlich, der heißt, Regieassistenten und Kritiker hängen so oft zusammen. Was haben Sie damit gemeint? Ach, habe ich das gesagt? Ja, das habe ich gesagt. Ja, das war damals, als diese... Regieassistenten und Kritiker hängen oft zusammen. Haben Sie da eine Mafiose? Was ist das? Ich weiß einfach, dass damals, speziell bei dieser kriminellen Salome in Rom, habe ich nachher... Und das Publikum stand auf, das Orchester hat geklatscht und in der Zeitung haben sie geschrieben, es ist grauenvoll gewesen, weil in dieser Wurschtzeitung, in der ich das gelesen habe, das waren die Regieassistenten an der römischen Oper, und die haben sich dadurch gerecht, weil ich nun diese schlimmen Dinge nicht gemacht habe, dass sie mir erst einmal eine schlechte Kritik geschrieben haben. Ja, aber in Paris wurden sie ausgebuht. Warum wurden sie in Paris so furchtbar ausgebuht? Naja, ich möchte mal erst mal klarstellen, zwei Leute schreien Buh und 2000 schreien Bravo, und das heißt, sie ist ausgebuht worden, das mal erstens. Und zwar, wie das passiert ist, das war aber mal so in den Endwehen meiner Königin der Nachtzeit, da hatte ich in einem Interview dummerweise am Tag vor der Premiere eben meine Sentenzen über Boulez von mir gegeben, und die Jünger von Boulez kamen in die Zauberflöte und haben den Meister gerecht. Ja. Aber was sehr Schönes haben Sie gesagt zum Regisseur, nicht Schönes, was Schreckliches. Sie haben gesagt, ich verstehe diese fürchterlichen Vergewaltigungen nicht, die die Regisseure den Opern und den Zuhörern antun. Sie missbrauchen Figaro oder Fidelio als Vehikel, um ihre Neurosen und Komplexe auf das Werk abzuwälzen. Ja, was tut denn Kunst sonst? Kunst ist doch Abwälzen von Neurosen auf Arbeit. Das ist doch Kunst. Nein, nein, ich würde das gar nicht so denken, sondern man hat vor, in erstem Sinne zu dienen. Der Regisseur, der Dirigent und der Sänger haben der Idee eines Mozart. Bei anderen will ich, weiß ich nicht. Ich kann es nur von meinen Erfahrungen als Mozart-Sänger sagen. Ich möchte dienen und ich möchte nicht auf falsche Wege geleitet werden, die wieder die Würde des Publikums verletzen und die Würde des Komponisten verletzen. Das sind große Worte, wunderbare Worte. Aber was heißt dienen und Würde? Jetzt müsst ihr das ein bisschen genauer dienen sagen. Dienen und Würde heißt zuvorkommen und nicht ablenken. Diese Art der modernen Regie, die ablenkt vom Eigentlichen. Was ist denn Così fan tutte? Es ist die traurigste Oper, die ist trauriger als Tristan. Ja, nämlich traurig, weil sie zeigt, dass Paare nicht zusammen... So ist es. Das ist aber entsetzliche, psychologische Oper. Das sage ich ja. Da braucht man aber nicht extra noch drauf zu zeigen, dass die Fiordilici und die Dorabella lesbisch sind. Muss das sein? Nein, lesbisch nicht unbedingt, aber dass sie sofort Partner wechseln, wenn die Situation sich wechselt, ist das die Oper. Reicht ja, wenn man was kann man an Fidelio übrigens falsch machen? Darf ich Sie fragen, was kann man an Fidelio falsch machen? Sie haben das so oft gesungen. Was kann man falsch machen? Indem man es in eine falsche Zeit tut. Denn man kann einen Menschen oder eine Situation nur aus dem Zeitgeschehen heraus eben verstehen und beurteilen. Ein Fidelio wäre gar nicht möglich gewesen. Aus einer anderen Zeit als damals eben in Spanien. Und die ganze gesellschaftliche Schwierigkeiten, die man hatte, als Frau in ein Männergefängnis einzudringen, in Herrenkleidern, das ist das Große gewesen, dass diese Frau es gewagt hat. Darf ich Sie was fragen? Und mein lieber verehrter Kollege, russischer Kollege, hat in Stuttgart die Inszenierung gemacht. Ja. Und bei diesem riesen Lobeshymnus am Schluss auf die Befreiung, lässt der alle nochmal einsperren. Es ist keine Befreiung. Alle werden wieder in den Kerker eingesperrt, nur Leonore und Fidelio sind frei. Ist das falsch für Sie oder richtig? Nein, er hat ja in diesem Falle sein armes Russland den Leuten vor Augen stellen wollen. Und damit bin ich absolut identisch und hat es ja in der Zeit spielen lassen. Und was sind denn Gefangene? Sie brauchen ja gar nicht wieder in den Knast da unten geschoben zu werden. Aber bei der Musik, bei der Jubelmusik, wollen Sie die wieder in den Knast führen? Naja, ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann nur eben sagen, er hat um Hilfe gerufen. Hilfe! Damals gab es Gorbatschow noch nicht. Er hat nur geschrien, Leute, hört her! Und er hat die dritte Leonore dazu gespielt. Donnerwetter. So war es. Am Schluss, das wird vergessen oft, am Schluss hatte... Sie haben die Regisseure so beschimpft. Aber nicht alle.
Naja, nein, aber doch schon nein, viele. Nein, das stimmt ja. Naja, aber wunderbar, zum Trost für die Regisseure, zum Trost für die Regisseure singt Edda Moser, die viele Operetten singen musste und wollte, gerne gesungen hat, singt sie jetzt für uns aus Frau Luna als Trost für die Regisseure. Lass den Kopf nicht hängen. Nicht hängen, Kinder, seid nicht dumm. Dreht nach Hause klingen, euch im Kreis herum. Sich des Lebens freuen, das ist weiß und klug. Man hat zum Bereuen lange Zeit genug. In den Wolken droht, bei der amüsiert man sich ganz königlich. Und diese flotte Witwe, Frau Luna, eben ich. Bei mir herrscht jede Zeit nur Scherz und Heiterkeit. Bei mir herrscht jede Zeit nur Scherz und Heiterkeit. Nur Scherz und Heiterkeit. Lass den Kopf nicht hängen, Kinder, seid nicht dumm. Dreht nach Haus die Flügel, euch im Kreis herum. Sich des Lebens freuen, das ist weiß und klug. Man hat zum Bereuen, es lange Zeit genug. Auch das ist eine Geschichte. Sie singen in Bühnenbildern und singen in Kostümen. Als sie in New York die Zauberflöte sang, gibt es eine herrliche Geschichte. Sie mussten als Königin der Nacht eine Stunde warten, weil sie hinter einem Versatzstück warten müssten. Und dann haben sie sich bei Bing beschwert und haben gesagt, kann man da nicht da ein Loch reinschneiden? Ja, das war... Ja, da hat Bing gesagt, gerne. Ich musste ja, also ich musste auf den Felsen raufkrabbeln, ja. Aber bei offener Bühne. Da habe ich mich bei Bing nachher, weil ich da oben mich nicht einsingen konnte richtig, und da habe ich zu ihm gesagt, Mr. Bing, können wir da nicht ein Loch in den Vorhang schneiden? Sagt er, gerne, das kostet aber 86.000 Dollar, es ist handgemalt von Chagall. Aber die andere Geschichte von der Königin, eine der wunderbarsten, ist die, als ich eben in diesem Felsen sang, da musste ich ja warten, bis ich nach vorne gefahren wurde. Und da saßen unten die Bühnenarbeiter und klopften Karten. Und dann habe ich in einer Vorstellung, habe ich dann dieses tief betrübte Mutterherz zu trösten. Und da stand, keep quiet. Und zum Leiden bin ich auserkoren, habe ich dann weitergesungen. Das gibt es auf Band. Ich habe runtergeschrien, sie sollen ruhig sein, weil ich immer wumm, wumm hörte, wie die Skat klopften in meinem Felsen. Keep quiet. Keep quiet. Das ist schön, das gebe ich den Gewerkschaften weiter. Was müssen die Karten kloppen, wenn ich singe? Nein, gar nicht. Legen Sie Wert auf ein richtiges Kostüm? Ich denke so, Kostüm ist fast so wichtig wie die Partie. Ich habe erlebt, bei den Salzburger Festspielen, als ich Hoffmann sang, habe ich ein Interview gegeben und habe gesagt, jede Falte und jeder Knopf hilft dazu, eines Kostüms, dass ich meine Rolle auf der Bühne brillant singen kann. Und ich danke der Schneiderei der Salzburger Festspiele. Und am nächsten Tag, bei der 10 Uhr Probe, war das gesamte Schneiderinnenpersonal da, haben gesagt, es hat noch nie jemand ein Wort über die Arbeit der Schneiderei gesagt. Da war ich natürlich sehr froh. Meine Mutter, die ist Schneidermeisterin und darum weiß ich es zu achten, was es heißt. Also Sie legen Wert darauf, welches Kostüm Sie anhaben und ob es dramaturgisch stimmt oder nicht. Es muss jede Falte stimmen. Ja, Sie sind eine eitle Frau, das habe ich eben bemerkt. Gott sei Dank. Naja, vor Beginn unserer Sendung haben Sie gesagt, gib mir bitte da noch einen Scheinwerfer, da ist noch ein bisschen dunkel, gib mir da noch ein bisschen, also ja, schön so. Ja. Ihr Verhältnis zum Publikum. Was ist das beste Publikum in der Welt? Sie haben überall gesungen. New York. New York. Warum? Die sind gerecht. Gerecht. Nicht in Wien, die sind ungerecht. Ja, in Wien ist es so, da buhen sie manchmal, weil sie den anderen haben wollen. Der Sänger kann sehr gut sein, aber sie schreien, sie wollen den nicht, sie wollen den anderen haben. Und da muss der Sänger leiden. Das muss nicht sein. Wie ist Ihr Verhältnis zu den Kollegen? Sehr gut.
wir helfen uns, ich meine, man hilft sich, man gibt sich Hotels und Adressen, man gibt sich Adressen, wo es... Man hilft einander und auf der Bühne auch. Die Köth hat Ihnen gratuliert, als Sie in München, ich erinnere mich, die Pamina sang und Sie die Königin dachte, kam die Köth hinterher zu Ihnen? Nein, so war es nicht, sondern nicht. Ich muss sagen, es war niemand da, der mir die Königin beigebracht hat. Ich habe nach der Schallplatte von der Erika Köth habe ich gelernt und dann sang ich eine Vorstellung in München und sie war die Pamina und ich sang die Koloratur und sie stand vor mir und während ich meine hohen Fs gesungen habe, drehte sie sich um und sagte, weiter so. Noch schöner. Die Geschichte ist noch schöner. Wir wollen aber eine ihrer schönsten Rollen, die Donna Anna, in dem preisgekrönten Film von Don Losi, Don Giovanni, möchten wir hören und sehen. Du kennst nun den Frevler. Beziehung Donna Anna zu Giovanni, den möchte ich wissen. Hat sie nicht? Ist das wichtig? Sie hat nicht. Sie hat nicht. Und dieser Schwächling, dieser Ottavio, ist das ein Schwächling? Es liegt an dem Sänger, der ihn darstellt. An dem Regisseur, der ihn darstellen lässt? Nein. Es liegt an der Persönlichkeit. Ein Nikolai Gedda oder ein Stuart Burroughs ist ein anderer als ein anderer Tenor, der, sagen wir mal, nicht die große Persönlichkeit hat. Dann nimmt man ihm den Ottavio nicht ab. Aber wenn es eine große Sängerpersönlichkeit ist, wie die, mit denen ich es gesungen habe, liebt sie ihn. Aber sie ist ja schon tot am Anfang der Oper. Donna Anna ist gestorben in dem Moment, wo sie entdeckt, dass das der Falsche war. Der ihr Gewalt antun wollte. Da hat sie gesagt. Hat er ihr Gewalt angetan? Nein, er hat ihr nicht, denn sie hat ja gesehen, es ist der Falsche und wollte wissen, wer es war. Aber es ist nirgendwo gesagt, dass Don Giovanni etwas mit der Anna hatte. Und der Don Ottavio ist nicht dieser langweilige Klosterbruder, der dort steht. Überhaupt nicht. Nein. Gar nicht. Meistens steht er da langweilig an der Ecke herum und ist er nicht. Nein, der kann ja stehen, er kann stillstehen und trotzdem strahlt von ihm ein Licht aus und sie sucht Trost in ihm, aber sie findet den Trost nicht. Und was ist das Ende von Anna? Sie geht ihre Richtung, er geht seine Richtung. Sie werden niemals einander finden. Sie werden nicht finden. Das kann aber doch nur ein Regisseur mit Ihnen arbeiten. Sicher. Oder? Oder? August Everding. Nein, das ist zu leicht. Hat bestimmt. Ich habe das gern gemacht mit Ihnen. Ein Regisseur kann es selbstverständlich machen. Ja. Selbstverständlich. Aber auch ein Regisseur kann es auch selbstverständlich schlecht machen. Absolut. Ja. Wie stehen Sie zur Presse? Presse ist sehr wichtig, aber bevor ich eine Kritik lese, gucke ich erst einmal nach, wer sie geschrieben hat. Eine Lehrerin von mir sagte immer, Kinder übt, sonst müsst ihr Kritiker werden. Und da kann ich nur sagen, es gibt wunderbare wie Klaus Geitel oder wie damals der Kaiser oder wer auch immer. Der Kaiser hat zu ihrem Liederabend in München, ich muss das sagen, ich will keine Namen sagen, aber sowas Tolles habe ich selten gelesen, zu Pfitzner und Brentano, Strauß-Lieder hat er gesagt. So etwas Differenziertes, da könnte man fast wieder an Kritik glauben. So gut war das. Danke. Was gibt's so selten? Man hat gesagt, München, es war föhn, es war schrecklich, alle hätten eigentlich das Publikum nicht voll, alles schrecklich. Und es war ein wunderbarer Abend. Ich habe selten so etwas Differenziertes gelesen. Liebe, verehrte Frau Moser, zur Ausbildung. Sie haben gesagt, Gesangslehrer können höchstens raten, nicht Wunder wirken. So ist es. Sie können die Technik vermitteln, ja. Nicht das Gefühl. So ist es. Man kann nur... Das Gefühl ist am Abend. Lassen Sie mich bitte sehen, eine Gesangsstunde im Hause Moser... Sie probieren die Arie aus Mendelssohns Elias. Wir bedanken uns bei den Sängern Daniel Kim und Gertraud Ottinger. Gertraud Ottinger hat gespielt. Hat gespielt. Ja. Hören wir uns das doch bitte an. Wir fangen jetzt nochmal von derselben Stelle an. Ganz von vorne. Ja. Gerecht sind die zwei Dinger, die eben, sagen wir mal, die tiefste Bezug. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne. Und dass man eben sich Punkte findet von der Phrasierung her, die am wichtigsten sind. Die Gerechten leuchten. Nochmal in des Vaters Reich, das ist, sagen wir mal, der Hauptpunkt. Nochmal. Leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Ja, das war technisch nicht in Ordnung.
dass sie von die nicht mehr nach oben singen. Nach vorn, ganz nach vorne. Nochmal, wie die Sa, die bisschen zu lang. Leuchten mal direkt die Phrase. Lor. In seinem Beruf. Die Menschen, die da 2000 Leute gekommen sind und Geld bezahlt haben, kommen, um Trost zu suchen und Trost zu finden. Geben Sie immer Trost. Es ist nicht so wichtig, dass man immer hundertprozentig in Form ist, aber das Gefühl, ich bin in Verbindung mit meinem Publikum, ich liebe euch, ich will euch trösten und ich will euch wiedersehen. Dass Sie das eine ganze Karriere lang eben immer vor sich haben. Ich will Liebe geben. Und in Amerika sagt man immer, you get what you give. Und das ist eben, was sie eben haben müssen, die Liebe. Das ist das Wichtigste in diesem Beruf. Trost auch bei Lulu und auch bei Soldaten von Zimmermann? Es ist schwer, an Trost dort zu glauben. Und ich kann nur sagen, ich habe beide Partien nicht gesungen, denn ich konnte keinen Trost geben. Aber Sie haben eins gesagt, und das möge ich am Ende sagen. Musik ist eine Institution des Trostes. Danke für Ihren Trost.